Secure, Contain, Protect. Die SCP Foundation wurde gegründet, um die Menschheit vor unaussprechlichen Wesen zu schützen, von deren Existenz sie nichts wissen will. Und diese Wesen haben Akten, jede Menge Akten. SCP zum Einschlafen, ein Horror-Podcast, präsentiert von Dr. Zagota. Heute SCP-4000 Tabu. Warnung: Die folgende Anomalie wird durch Kommunikation beeinflusst. Erwähnen Sie sie nicht in Wort und Schrift, es sei denn, Sie sind geschult. Objektnummer: Gesperrt durch Protokoll 4000 Eshu. Klassifizierung: Keter. Sicherheitsmaßnahmen: Der nachfolgend beschriebene extradimensionale Ort sowie die darin enthaltenen Entitäten und Landmarken sind Nomenklaturgefahren in Klammern Eshu-Klasse und dürfen daher nicht durch einen Namen, Titel oder eine Bezeichnung erwähnt werden. Es dürfen nur Beschreibungen in Bezug auf den Wald außerhalb des normativen Raums und die in ihm heimischen Entitäten angewandt werden. Nachdem ein Subjekt beschrieben wurde, ist die Beschreibung des Subjekts jedes Mal zu variieren. Beschreibungen können zur besseren Übersicht farblich gekennzeichnet und blumige Sprache zur nomenklatorischen Vielfalt verwendet werden. Im Falle eines nomenklatorischen Eindämmungsbruchs wird unverzüglich das Eshu-Klasse-Wiedereindämmungsprotokoll von der Person ausgeführt, die für den Bruch verantwortlich ist. Ist die Person nicht in der Lage, diese Prozedur durchzuführen, liegt die Verantwortung bei den nächsten Angehörigen der Person. Sollte die verantwortliche Person keine Angehörigen haben, wird der Name dieser Person aus allen existierenden Dokumenten und Aufzeichnungen entfernt. Allen anderen Personen, die denselben Namen tragen, werden Typ G Viralamnesika verabreicht und ihnen ist ein neuer Name zuzuweisen. In Übereinstimmung mit Befehl O5-4000-F26 ist mindestens einmal jährlich eine erfolgreiche Expedition in das seltsame und gefährliche Waldgebiet zu unternehmen, um Abweichungen von der Basisabnormalität zu bewerten. Aufgrund des hohen Risikos, das mit dem Betreten des Ortes, wo die Namenlosen zu finden sind, einhergeht, muss das zur Forschung dorthin gesandte Personal im Standarderkundungsprotokoll 4000 SEP geschult werden. Nicht autorisierte Dokumentationen über den Wald, der in Schornsteinen zu finden ist, werden laut Standard-Informationseindämmungsprotokoll zurückgehalten. Nicht autorisierten Personen mit Kenntnis über Prozedur 4000 Helloway werden Amnesika verabreicht und sie dürfen im Anschluss an eine intensive Rehabilitation entlassen werden. Beschreibung: Das betroffene SCP ist ein extradimensionales Waldgebiet mit zahlreichen anormalen Eigenschaften, einschließlich eines gefährlichen nomenklatorischen Phänomens. Diese anormale Örtlichkeit wird durch das Ausführen von 4000 Helloway, siehe Dokument DOC 4000H, betreten. Nach Beendigung dieser Prozedur tauchen Subjekte aus der Öffnung eines baufälligen Ziegelbrunnens auf, der in den Waldboden eingelassen ist. Siehe Figur 1-2. Die einzige Möglichkeit, das ungewöhnliche Terrain sicher zu durchqueren, ist die Nutzung eines einzigen Waldwegs. Erkundungen, die von besagter Route abwichen, resultierten im sofortigen Kontaktverlust mit den teilnehmenden Subjekten. Die einzig sichere Straße darf nur in eine Richtung genommen werden, und jeder Versuch, durch Subjekte umzukehren und denselben Weg wieder zurückzugehen, wird zu einem ähnlichen Kontaktverlust führen.
Die unbenannte Welt hält sich nicht an die Beschränkungen des linearen Raums. Kartografische Bemühungen führten dazu, dass bei jeder Expedition sehr unterschiedliche Routen aufgezeichnet wurden und Abschnitte des verbindlichen Pfads, die sich logischerweise überlappen oder kreuzen sollten, taten dies nicht. Die einzige Übereinstimmung im Grundriss ist der Zugangspunkt, welcher sich immer an beiden Enden der Hauptstraße befindet. Die einzige Möglichkeit für ein Subjekt, die Wälder, die keinen Namen haben, nach Betreten sicher zu verlassen, besteht darin, die gesamte Länge zu durchlaufen und zum Ort, wo sie begannen, am gegenüberliegenden Ende zurückzukehren. Es wurde eine Vielzahl anomaler Entitäten dokumentiert, die in diesem namenlosen Lebensraum beheimatet sind. Einheimische Entitäten durchlaufen häufig Veränderungen ihrer physischen Struktur, wenn sie nicht beobachtet werden, was es Forschern erschwert zu bestimmen, welche aufgezeichneten Entitäten einzigartige Wesen und welche neuere Iterationen der zuvor dokumentierten Entitäten sind. Die Entitäten behaupten, keine Kontrolle über die Veränderungen zu haben und drücken, sobald diese auftreten, häufig ihre Unzufriedenheit aus. Einheimische Entitäten versperren oft den Pfad, über den Subjekte schreiten, was dazu führt, dass Subjekte mit ihnen interagieren müssen, um fortzufahren. Die einheimischen Entitäten sind klug und oft sehr temperamentvoll, doch wenn die 4000 SEP Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, ist es sicher, mit ihnen zu interagieren. Die Konsequenzen für die Missachtung der Vorsichtsmaßnahmen variieren abhängig von der Persönlichkeit der beleidigten Entität. Die von den Forschungssubjekten erfahrenen Grade der Vergeltung beinhalten verbale Zurechtweisung, Akte der Gewalt sowie anomale Veränderungen der physischen, gedanklichen und nomenklatorischen Attribute des Subjekts. Verschiedene anomale Phänomene können auftreten, wenn eine gleichbleibende Nomenklatur auf den Bereich des Unnennbaren, seine darin heimischen Entitäten oder seine Landmarken angewandt wird. Diese Phänomene sind bisher nur begrenzt verstanden worden, teilweise aufgrund des Verbots von nomenklatorischen Experimenten unter Befehl O5-4000-F26. Dokumentierte nomenklatorische Phänomene beinhalten episodische Clusterkopfschmerzen bei Subjekten, die von betroffener Nomenklatur beeinflusst wurden. Visuelle sowie auditive Halluzinationen bei beeinflussten Subjekten, was gewöhnlich Umgebungen oder Entitäten einschließt, die nomenklatorisch beschrieben wurden. Über Geschmackshalluzinationen und Phantosmie wurde ebenfalls in einer kleinen Untergruppe der Fälle berichtet. Plötzlicher Beginn psychogener Amnesie bei beeinflussten Objekten. Die Herausbildung nichtmenschlicher physischer Eigenschaften bei beeinflussten Subjekten, wie etwa Federn oder Pollensäcke. Die Entwicklung biologischer Komponenten in nicht-biologischen Medien, in welchen Nomenklatur geschrieben steht oder aufgenommen wurde. Plötzlicher unfreiwilliger Transport beeinflusster Subjekte in die Wildnis der unbenannten Dinge ohne die Anwendung der Prozedur 4000 Helloway. Manifestation vielfältiger Flora in Innenräumen, in welchen die Nomenklatur angewandt wurde. Plötzlicher Transport einheimischer Entitäten in Gebiete, in welchen die Nomenklatur angewandt wurde. Biologische Fusion beeinflusst der Subjekte und einheimischer Entitäten. Biologische Fusion einheimischer Entitäten und architektonischer Räume, in welchen die Nomenklatur angewandt wurde. Extremer Eisenmangel bei beeinflussten Subjekten mit dem Ausbleiben erwarteter negativer Nebenwirkungen.
Befehl O5-4000-F26 wurde 1954 vom Aufsichtsrat ratifiziert. Eine Änderung von 1970 erfordert, dass O5-4000-F26 alle 10 Jahre vom Rat einstimmig gebilligt wird, um in Kraft zu bleiben. Bisher wurden keine Memos von Ratsmitgliedern bezüglich O5-4000-F26 für niedrigere Sicherheitsstufen veröffentlicht. Bedeutende Eindämmungsbrüche. Greife auf Inhalt zu. Bitte warten. Anfrage bedeutende EB. Zugriff gewährt. Anhang. Im Folgenden Beispiele anomaler Phänomene, die während nomenklatorischer Brüche beobachtet wurden. Datum des Bruchs. 9. Juni 1954. Benanntes Subjekt. Die Lichtung, von der wir selten sprechen. Zusammenfassung. Die erste Entdeckung und ein anschließender Bruch fanden in einem verlassenen Haus im ländlichen Connecticut statt. Die Umstände der Entdeckung sind aufgrund des Mangels an überlebendem Personal unklar. Es wurde jedoch eine allgemeine Zeitachse der Vorfälle festgelegt. Die Zeitstempel haben das Standardformat der NATO. 1340S. Die Mulde unausgesprochener Titel wird entdeckt und ihr von Agent Bradley eine vorübergehende Klasse E-Einstufung zugewiesen, was einen nomenklatorischen Bruch verursacht. 1345S. Agent Moira Denotti betritt das Land jenseits der Schornsteine und wird nicht wiedergefunden. 1347S. Agent Bradley beginnt langsam in den Parkettboden zu sinken. Agenten in der Nähe flüchten. 1348S. Kurz nach Verlassen des Hauses werden alle Agenten außer Gefecht gesetzt, mit Ausnahme von Timothy Woods, der sich der Klasse E-Einstufung nicht bewusst war. 1349S. Die unbeweglichen Agenten äußern Schmerz, während sich ihr Rumpf verlängert. 1351S. Die Verlängerung endet nach dem Erreichen einer Höhe ähnlich des Schornsteins, an dem Prozedur 4000 Holloway ausgeführt wurde. Rauch tritt aus ihren Gesichtsöffnungen aus. Timothy Woods berichtet Standort 08 per Funk über diese Entwicklungen. Der zweite Bruch wird verursacht, als Timothy Woods wiederholt die Phrase, die verwendet, um die Welt, in der Worte keine Macht haben, zu beschreiben. 1355S. Timothy Woods sagt, dass er seinen Namen in den Bäumen sieht. Personal von Standort 08 fordert von Timothy Woods weitere Informationen. Timothy Woods versucht, sein Funkgerät oral zu konsumieren und stirbt bald an inneren Verletzungen. 1359S. Es wird beobachtet, wie Timothy Woods Gesprächspartner an Standort 08 an schweren Kopfschmerzen leiden und sie werden unter Quarantäne gestellt. 1424S. Ostiale Vorsprünge, die Baumzweigen ähneln, treten aus den Augenhöhlen des unter Quarantäne stehenden Personals aus. Das Personal berichtet von keinen physischen Beschwerden, obwohl ihre Augäpfel aus beiden Höhlen treten. Nachwort. Eine nomenklatorische Anomalie wurde nach mehreren Zyklen multivariabler D-Klasse-Beeinflussung gegenüber Standort 08 Personal entdeckt. Datum des Bruchs.
22. Dezember 1955. Benanntes Subjekt. Der Fußweg, der das gesamte Gebiet umringt. Zusammenfassung. Schreibtisch, Schreibtisch beendete die erste erfolgreiche Erkundungsmission im Hain unter den namenlosen Sternen und wurde sofort unter Quarantäne gestellt. Nachdem 72 Stunden lang keine anomalen Effekte festgestellt wurden, wurde Schreibtisch, Schreibtisch erlaubt, einen Bericht über seine Erfahrungen zu schreiben. Als die Forscher zurückkamen, um seinen Fortschritt zu beobachten, war Schreibtisch, Schreibtisch verschwunden. Später wurden Spuren von Erde und menschlichem Gewebe in Stift, Papier und Harvey Mansfield gefunden, die Schreibtisch, Schreibtisch in seinem Schreiben verwendet hatte. Datum des Bruchs: 19. August 1958. Benanntes Subjekt: die einheimische Entität, die auf einem Thron aus Knochen sitzt und ein flammendes Kind wiegt. Zusammenfassung: Nach Abschluss der Erkundungsmission nutzte Agent Ethan Gnade, 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 Gnade dasselbe Epitheton mehrere Male, um eine bestimmte einheimische Entität zu beschreiben. Einige Minuten später klagte er über starke Übelkeit und begann, Blut- und Knochenmark zu erbrechen. Es wurde berichtet, dass Agent Ethan Gnade, 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 Gnade über mehrere Stunden hinweg irgendwie einen Großteil seiner Knochen oral ausgestoßen hatte. Das Personal in Standort 08 hatte die nächsten Tage auditive Halluzinationen von einem Frauenlachen. Datum des Bruchs: 4. März 1966. Benanntes Subjekt: die einheimische Entität, die einem gefiederten Löwen mit einem nackten Widerschädel gleicht. Zusammenfassung: Die Hochschulstudentin Vanessa Hayforth versuchte sich selbst in zahlreiche medizinische Einrichtungen in und um Portland, Oregon einzuweisen und klagte darüber, dass ihr Kopf mit Fleisch bedeckt war, obwohl sie keine Anzeichen ungewöhnlichen Gewebewachstums aufwies. Sie wurde von Ermittlern der Foundation festgenommen und hatte ein Buch in ihrem Besitz, das neben anderen Dingen Prozedur 4000 Holloway komplett beschreibt. Nachdem festgelegt wurde, dass Personal der Foundation bei der Entfernung des Fleisches von ihrem Kopf assistiert, sofern sie kooperiert, gestand Hayforth, dass sie das Buch von einer Bekanntschaft aus der Wanderers Library, zu Deutsch Bibliothek des Wanderers, erhielt. Nachwort: Dies war der erste bekannte Fall eines von Zivilisten ausgelösten nomenklatorischen Bruchs. Ähnliche Vorfälle haben sich seitdem in unregelmäßigen Abständen ereignet. 2012 wurde eine einheimische Entität fotografiert, die oberflächlich einer jungen Hayforth ähnelte, mehr als zwei Jahrzehnte, nachdem Hayforth in Gewahrsam der Foundation verstarb. Datum des Bruchs: 30. Oktober 1992. Benanntes Subjekt: das Haus, in dem Michael Ashley Vincent während seiner Erkundungsmission mehrere Nächte verbrachte. Zusammenfassung: Agent Michael Ashley Vincent, der einige Jahre zuvor eine Erkundungsmission beendet hatte, benutzte die Possessivphrase Haus mehrere Male, während er zwei Kollegen, die keinen Namen hatten, Geschichten erzählte. Einige Zeit später manifestierte sich ein großes Backsteingebäude innerhalb von Standort 08, das sich mit der dortigen Architektur kreuzte. Der kopflose Körper von Michael Ashley Vincent wurde darin gefunden, heftig krampfend und am Hals mit einer Leuchte aus Elchgeweih verschmolzen.
Sein Gesicht, welches unbeweglich schien, hatte sich ausgedehnt, um die gesamte Oberfläche des Gebäudebodens zu bedecken. In den Mund des Gesichts geschickte Agenten stellten fest, dass es keinen vollständigen Verdauungstrakt besitzt. Es wurde jedoch berichtet, dass Michael Ashley Vincents namenlose Kollegen mit seinem Gaumenzäpfchen verbunden waren. 4000 Helloway. Im Folgenden eine zensierte Liste an Instruktionen, um den Horizont jenseits von Bezeichnungen zu betreten. Bestimmte Schritte wurden in dieser Version des Dokuments ausgelassen. Phrasen und Gegenphrasen am Ende der Prozedur werden sich abhängig von der Typkategorie des Subjekts unterscheiden. Das älteste Kind in der Familie, Typ 1, das mittlere, Typ 2, oder das jüngste, einzige Kind, Typ 3. Erstens. Mit organischem Brennholz eine konstante Flamme in einem beliebigen Innenkamin anzünden. Zweitens. Die gemahlenen Knochen eines männlichen Rotfuchses, Vulpes vulpes, jedes Alter, eines ausgewachsenen männlichen Löwen, Panthera leo, sowie eines Bartenwals, Mystiketi, jedes Alter, jedes Geschlecht, miteinander vermischen. Die Mixtur in das Feuer gießen. Drittens. Einen leicht brennbaren persönlichen Besitz mit starkem sentimentalem Wert nehmen und dem Feuer erlauben, jenen zu verzehren. Viertens. Vorsichtig drei Federn von einem beliebigen schwarz gefiederten Vogel der Gattung Corvus über dem Feuer lösen und dem Rauch erlauben, diese den Schornstein emporzutragen. Fünftens. Sobald das Feuer Vokalisationen emittiert, mit der dazugehörigen Gegenfrage antworten. Siehe Phrasen und Gegenphrasen weiter unten. Sechstens. Ist die korrekte Aussage getroffen, wird sich der Kamin ausdehnen und die Leiter führt hinab. Das Feuer wird harmlos sein. Siebtens. Wird aus irgendeinem Grund eine falsche Aussage getroffen, entschuldigen Sie sich sofort und versuchen Sie nicht, Prozedur 4000 Helloway irgendwann in der Zukunft zu wiederholen. Anmerkung: Personen, die während Prozedur 4000 Helloway anwesend sind, dürfen nicht auf die Vokalisationen antworten und sich unter keinen Umständen dem aktiven Kamin nähern. Phrasen und Gegenphrasen. Variante 1. Typ 1 Subjekte. Phrase: Diese Wälder haben Regeln. Gegenphrase: Das hörte ich sie sagen. Phrase: Und wenn du sie brichst? Gegenphrase: Werde einen Preis ich zahlen. Variante 2. Typ 2 Subjekte. Phrase: Ist jemand hier? Gegenphrase: Hier gibt es nur mich. Phrase: Und wer bist du? Gegenphrase: Das wirst du schon sehen, schätze ich. Variante 3. Typ 3 Subjekte. Phrase: Was ersuchst du? Gegenphrase: Durch die Bäume zu schweifen. Phrase: Dann achte auf deine Manieren. Gegenphrase: Um sie bitte zu durchstreifen. Ende Doc 4000H. 4000 SEP. Greife auf Inhalt zu. Bitte warten. Anfrage. St-
Standard-Erkundungsprotokoll. Zugriff gewährt. Anmerkung: Im Folgenden eine gekürzte Liste, die nur Instruktionen beinhaltet, die für das Überleben entscheidend sind. Personal, dem Forschungsaufgaben zugeteilt ist, hat sich vor dem Einstieg auch mit 4000 SEP 3 bis 8 vertraut zu machen. 4000 SEP 1. Allgemeine Richtlinien zur Erkundung. 101. Vor Betreten des Ortes, an dem Namen nicht erlaubt sind, haben Sie sich mit einem Standard-Expeditionspaket der Foundation auszurüsten. 102. Konsumieren Sie kein anderes Essen außer die Rationen, die in Ihrem Standard-Expeditionspaket der Foundation enthalten sind. 103. Bringen Sie unter keinen Umständen Feuerwaffen in die Dimension der Bäume mit. 104. Typ 1 Subjekte haben zu vermeiden, etwas anzunehmen oder zu handhaben, was als wertvolle Ressource angesehen werden könnte. Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf, Formen von Währung, Edelmetalle oder Steine, mit nützlichen anomalen Eigenschaften versehene Objekte sowie handwerklich gut gemachte Waffen. 105. Typ 2 Subjekte haben jede einheimische Entität zu meiden, die dem Subjekt mit Zuneigung oder romantischer Anziehung begegnet und dürfen nicht den Anschein erwecken, dass diese Gefühle auf irgendeine Weise erwidert werden. Aussagen einer einheimischen Entität, die Zuneigung oder romantische Anziehung ausdrücken, sind falsch. 106. Typ 3 Subjekte haben zu vermeiden, an Aktivitäten teilzunehmen, die allgemein als frivol, verschwenderisch oder physisch beruhigend angesehen werden. Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf Tanzen, Rauchen, mit Spielsachen spielen, etwas anderes als Wasser trinken, Musik hören sowie auf einer gepolsterten Oberfläche schlafen. 107. Bauwerke, denen entlang des Wegs, der bereist werden muss, begegnet wird, dürfen nach Anklopfen am Eingang betreten werden. Verlassen Sie die Bauwerke durch die Stelle, durch die Sie gekommen sind. Wenn Sie uneingeladen eintreten, lassen Sie sich nicht entdecken. 108. Wenn Sie in den Wäldern, wo Regeln an erster Stelle stehen, einschlafen, zeichnen Sie Ihre Träume auf. Ein Tagebuch ist in Ihrem Expeditionspaket enthalten. Wenn Sie irgendwelchen Landmarken oder Entitäten begegnen, die einem von Ihnen aufgezeichneten Traum ähneln, behandeln Sie den Traum als Realität. 4000 SEP 2. Richtlinien zum Umgang mit einheimischen Entitäten. 201. Grüßen Sie einheimische Entitäten mit jeder formellen Grußformel, bevor Sie an einer Konversation teilhaben. Sofern weiblich, verbeugen Sie sich oder machen Sie einen Knicks. 202. Sprechen Sie in einem herzlichen Tonfall. 203. Machen Sie keine Aussagen, von denen Sie wissen, dass sie falsch sind. 204. Machen Sie in Ihrer Anwesenheit keine abfälligen Bemerkungen über einheimische Entitäten. 205. Sagen Sie Bitte und Danke, wenn angemessen. 206. Beziehen Sie sich auf oder beschreiben Sie Entitäten anhand Ihres physischen Erscheinungsbilds, wie in Protokoll 4000 ESHU angegeben. 207. Beziehen Sie sich nicht mit Namen, Titel oder Bezeichnung auf eine einheimische Entität, auch wenn sie sich vorstellt. 208. Nennen Sie nicht Ihren Namen, Spitznamen, Codenamen, Alias oder irgendeine andere persönliche Bezeichnung,
in der Anwesenheit einer einheimischen Entität. 209. Wenn Ihnen eine einheimische Entität anbietet, Ihnen einen Namen, Titel oder eine Bezeichnung zu geben, lehnen Sie höflich ab. 210. Wenn eine einheimische Entität eine Aussage trifft, in welcher sie sich auf ihren Namen, Titel oder ihre Bezeichnung bezieht oder diese nennt, ohne irgendetwas anderes als eine physische Beschreibung zu sein, ignorieren Sie diese Aussage, als ob sie nicht ausgesprochen wurde. 211. Wenn von Ihnen als vertraulich angesehene Informationen verlangt werden, lehnen Sie ab, entschuldigen Sie sich höflich und verbeugen Sie sich. 212. Wenn eine einheimische Entität scheinbar Ihre Unterstützung braucht, prüfen Sie erst deren Erscheinungsbild, bevor Sie sich entscheiden zu helfen. 212a. Wenn die Entität bedrohlich erscheint, tun Sie alles Nötige, um ihr zu helfen. 212b. Wenn die Entität attraktiv oder harmlos erscheint, nähern Sie sich nicht. 212c. Füttern Sie eine einheimische Entität immer, wenn sie hungrig ist. Dies setzt 21b außer Kraft. 213. Versuchen Sie nicht, auf irgendeine animalische Entität zu steigen, es sei denn, sie hat Ihr Vertrauen gewonnen und Ihnen die Erlaubnis erteilt. 214. Wenn Ihnen ein physisches Geschenk angeboten wird, nehmen Sie es mit beiden Händen entgegen. Werfen Sie dieses Geschenk nicht weg, auch wenn es keinen Nutzen oder Wert zu haben scheint. Dies setzt 104 außer Kraft. 215. Wenn Ihnen eine einheimische Entität ein nicht physisches Geschenk anbietet oder versucht, einen Handel einzugehen, lehnen Sie höflich ab. 216. Sie dürfen Essen annehmen, welches Ihnen von einheimischen Entitäten angeboten wird, und dieses anderen einheimischen Entitäten anbieten, die Ihnen begegnen. Sie dürfen es aber nicht selbst konsumieren. 217. Schlafen Sie nicht in irgendwelchen Unterkünften, die Ihnen von einheimischen Entitäten angeboten werden. Sie dürfen hingegen in der Behausung jeder einheimischen Entität schlafen, solange Sie keine Einladung dazu erhalten haben. 218. Wenn Ihnen eine einheimische Entität anbietet, Sie auf Ihre Reise zu begleiten, nehmen Sie an, sagen Sie aber nicht, wo Sie hingehen. 219. Wenn Ihnen von einer einheimischen Entität geholfen wird, müssen Sie ihr im Gegenzug auch helfen, sofern Sie dies noch nicht getan haben. 220. Wenn Sie einem körperlosen Humanoiden begegnen, der behauptet, keine einheimische Entität zu sein, missachten Sie alle Protokolle und folgen Sie seinen Instruktionen. Ende. Standard-Erkundungsprotokoll. Befragung Protokoll 400215. Anfrage Befragung 400215. Zugriff verweigert. Diese Daten wurden gelöscht. Anfrage Befragung 400215. Anmeldedaten. Zugriff gewährt. Hallo Dr. Japers. Befragung Archiv 400215. Im Folgenden eine Reihe an Befragungen, die Dr. Eugene Japers über mehrere Jahre hinweg durchgeführt hat. Diese Daten wurden auf Befehl O54000F26 aus allen allgemeinen Dokumenten gelöscht. Begegnung 1. Befrager Dr. Eugene Japers. Beschreibung des Befragten. Die einheimische Entität mit dem Kopf eines Kaninchens. Siehe Figur 2.1. Vorwort.
Die Befragung führte Dr. Japers 2005 während seiner ersten Expedition durch den Raum, in dem Sprache tödlich ist, durch. Beginn des Protokolls. Entität: Guten Morgen, fremder Reisender. Dr. Japers: Guten Morgen. Es ist schön, ein neues Gesicht in diesen Gefilden zu sehen. Entschuldigen Sie freundlicherweise den Rauch. Ich lüfte nur meine Gedanken. Wie lautet Ihr Name? Wie lautet... Es tut mir leid, ich fürchte, das kann ich Ihnen nicht sagen. Dr. Japers verbeugt sich. Sind Sie einfältig? Ich frage lediglich nach Ihrem Namen. Mein Name hat in letzter Zeit nach Himbeeren gerochen, denke ich. Oder Löwenmäulchen vielleicht. Es ist heutzutage schwer zu sagen, aber man bemüht sich. Ich bitte um Verzeihung. Ich fürchte, mein Name schmeckte mir in letzter Zeit ziemlich sauer. Hasenartige Entität lacht und nimmt ihren Hut ab. Nein, ich bin der sich entschuldigen sollte. Ich hätte nicht so neugierig sein dürfen. Es ist schon gut, das macht mir gar nichts aus. Es war nett, Sie kennenzulernen. Aber ich muss nun gehen. Müssen Sie schon? Mein Zuhause ist in der Nähe. Und ich habe gehofft, Sie zum Tee einzuladen. Dr. Japers verbeugt sich wieder. Es tut mir schrecklich leid, aber unglücklicherweise kann ich im Moment nicht anhalten. Vielleicht an einem anderen Tag. Nun gut. Bis zum nächsten Mal, Fremder, dessen Name ziemlich sauer schmeckt. Ende des Protokolls. Begegnung 2. Befrager: Dr. Eugene Japers. Beschreibung des Befragten: Der Herr mit der hasenartigen Visage. Vorwort: Die Befragung führte Dr. Japers 2008 während seiner vierten Expedition in diesen Bau zwischen den Ziegelsteinen durch. Beginn des Protokolls. Dr. Japers erklimmt einen Hügel und entdeckt seinen hasenähnlichen Bekannten, der sich über ein Kohlbeet neigt. Guten Abend, Fremder. Außer... Ah, oh, verzeihen Sie, wir haben uns schon einmal getroffen, nicht wahr? Guten Abend. Ich glaube ja. Vor 3 Jahren, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht. Ich erinnere mich. Sie sind ziemlich eilig aufgebrochen. Ja, dafür entschuldige ich mich. Zu dieser Zeit war ich neu hier und nahm mich vor denen in Acht, denen ich begegnet bin. Immer noch ganz der Zaghafte, wie ich sehe. Ganz egal. Sie sind nicht von hier. Aus welchen Wäldern kommen Sie? Ich komme aus keinen Wäldern. Nonsens. Dort, wo Sie herkommen, gibt es doch sicher Bäume, oder etwa nicht? Wir haben Bäume, doch nur sehr wenige. Das meiste Land ist von Häusern und Geschäften bedeckt. Dann sind es minderwertige Wälder. Aber trotzdem Wälder. Sagen Sie, wie kamen Sie hierher? Ich sehe, dass Sie sehr wissbegierig sind. Ich würde Sie gern etwas fragen, wenn ich darf. Entschuldigen Sie meine Manieren. Ich sehe mich selbst als eine Art Gelehrten an, sehen Sie. Und ich werde etwas aufgeregt, wenn ich die Gelegenheit habe, etwas über Wälder außerhalb meiner eigenen zu lernen. Stellen Sie auf jeden Fall Ihre Frage. Als wir uns das letzte Mal trafen, sagten Sie, dass es schwierig geworden sei, Ihren Namen zu beschreiben. Haben Sie Theorien darüber, warum dem so ist?
Ich kann nur vermuten, dass es daran liegt, wie lange wir getrennt waren. Mein Name und ich. Es war ein guter Name. Ein stolzer Name. Da bin ich mir sicher. Doch jetzt ist seine frühere Größe wahrscheinlich verfallen. Falls er überhaupt noch existiert. Wo, denken Sie, ist er derzeit? Zuerst, mein gelehrter Kollege, müssen Sie mir meine vorherige Frage beantworten. Dr. Japers nickt. Ich kam durch den alten, aber bedeutenden Brunnen am Ende des Fußweges, den ich derzeit bereise. Die andere Person zögert, bevor sie spricht. Oh je, es ist ziemlich lange her. Ich werde ehrlich sein. Ich dachte, dass all die alten Verbündeten ausgestorben seien. Hatte Ihr Großvater oder ein ähnlicher Verwandter eine geliebte Person hier? Dr. Japers verbeugt sich. Es tut mir leid, doch. Ich fürchte, ich kann diese Frage nicht beantworten. Nun gut, ich verstehe. Ich würde Sie in meine Behausung zum Tee einladen. Doch vermutlich ist Ihnen dies nicht möglich, nicht wahr? Ich fürchte, nein. Der Gesprächspartner lacht, pflückt ein Blatt Kohl und bietet es Dr. Japers an. Sie müssen sich nicht so ängstigen. Nehmen Sie dies und machen Sie sich auf Ihren Weg. Dr. Japers nimmt das Blatt mit beiden Händen an. Ich danke Ihnen vielmals. Gute Reise und mögen Sie den finden, den Sie suchen. Ende des Protokolls. Nachwort. Später nutzte Dr. Japers das Kohlblatt, um eine einheimische Entität zu füttern, die einer Feldmaus ähnelte und ihm wiederum auf seiner Reise half. Begegnung 3. Befrager Dr. Eugene Japers. Beschreibung des Befragten. Der Blattgeber. Vorwort. Die Befragung führte Dr. Japers 2013 während seiner 9. Expedition in jenes Tal der ruhelosen Wanderer durch. Aufgrund des einmaligen Wissens, dass der eine, der das Geschenk des Kohls machte, über unsere Welt zu haben schien, wurde Dr. Japers instruiert, eine gründlichere Befragung durchzuführen, sofern es ein drittes Mal zu einer Begegnung kommt. Zusätzlich wurde Dr. Japers die besondere Erlaubnis erteilt, für eine leichtere Konversation falsche Aussagen zu treffen, da die erste Begegnung zeigte, dass der Flauschige anfällig für Täuschungen ist. Beginn des Protokolls. Während seiner Reise auf dem Weg der müden Abenteurer trifft Dr. Japers auf eine kleine weiße Hütte mit strohbedecktem Dach. Eine kleine Öffnung in der Form eines Kaninchenkopfes ist in die Vordertür geschnitzt. Dr. Japers nähert sich und klopft an. Hallo? Ist jemand zu Hause? Eine gedämpfte Stimme aus dem Inneren. Ja, eine Minute. Exakt eine Minute vergeht. Die Tür wird geöffnet. Ah, so sieht man sich wieder. Bitte, kommen Sie herein. Kommen Sie herein. Dr. Japers wird nach innen geführt. Das Innere ist spärlich mit Holzmöbeln und Handarbeiten dekoriert. Sie haben ein schönes Zuhause. Sie haben einen schönen Sinn für Humor. Der Hausbesitzer eilt zu einer Kochnische und bereitet einen Kessel vor. Nein, wirklich. Ich finde es bezaubernd. Das nehme ich an. Es sollte nur so lange reichen, bis sich die Dinge auf der anderen Seite etwas abgekühlt haben. Aber Sie wissen schon. Ich fürchte, das weiß ich nicht. Benötigen Sie etwas Hilfe?
Nein, 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 nein. Setzen Sie sich einfach an den Tisch dort drüben, während ich den Tee für uns fertig mache. Dr. Japers nimmt sich einen Stuhl und setzt sich. Sie sind wirklich sehr großzügig. Doch ich glaube nicht, dass meine Verdauung das erlaubt. Oh, armer Kerl. Nun, ich finde die Anwesenheit von Tee ist auf jeden Fall beruhigend. Sehr freundlich von Ihnen. Sagen Sie mir, können Sie erklären, was Sie mit abgekühlt meinten? Sein pelziger Gastgeber macht den Herd an und starrt aus einem Fenster, das eine ähnliche Form wie das Loch in der Tür hat. Ihre Beziehungen haben Ihnen nicht die ganze Geschichte erzählt, vermute ich, über den Aufruhr, der uns hierher gebracht hat. Aufruhr? Gab es einen Krieg? Der Buschige seufzt. Gibt es nicht immer einen? Meine Großeltern haben mir erzählt, dass es Kriege gab. Doch ich wusste nichts von einem mit ihnen und ihren Leuten. Oh, das überrascht mich nicht. Es gibt sehr wenige, sogar in diesen Wäldern, die sich noch daran erinnern. Erinnerung ist die Bürde der Alten, vermute ich. Doch ja, als ich ein junger Bursche war, in einer Form ganz anders als die, die ich jetzt besitze, lebte ich auf der anderen Seite des Brunnens. Dort wurde ich geboren, dort wuchs ich auf. Und, sofern ich es wage zu träumen, werde ich eines Tages dorthin zurückkehren. Warum tun Sie es dann nicht? Der Kessel pfeift. Ich kann nicht. Nicht, bis ich weiß, dass ich dort wieder willkommen geheißen werde. Der Macher des Tees schenkt eine Tasse ein und setzt sich gegenüber an den Tisch. Ich bin sicher, dass Sie dies nicht wissen, da Sie sich selbst versteckt halten. Aber es gibt jene, die mich bei der kleinsten Gelegenheit zerstören würden. Oh, tut mir leid, dies sind dunkle Erinnerungen. Ich bin sicher, dass Sie nichts über sie hören möchten. Der Erzähler der Geschichte nippt an seinem Tee. Nein, bitte. Fahren Sie fort. Diese Dinge sind für mich von Interesse. Ich bin ein Kollege, erinnern Sie sich? Wie Sie wünschen, gelehrter Kollege. Ich werde reden, bis der Tee kalt ist. Es räuspert sich. So sehr es mich auch betrübt, das zu sagen, wir wurden betrogen. Wir kämpften Seite an Seite, wissen Sie, im Krieg gegen diese Fabrik. Wir taten nichts anderes, als ihnen zu helfen. Und was taten sie? Sie zerstörten uns. Sie nahmen so viele unserer Leben. Und all unsere Namen. Einige von uns flohen hierher, als der Krieg gerade begann. Aber nicht viele. Nicht viele. Dennoch hasse ich sie nicht. Das freut mich. Das habe ich mir gedacht. Einige alte, seltsame Käuze in dieser Gegend hegen einen Groll gegen die ganze Spezies. Doch ich weiß, dass sie nicht alle schlecht sind. Es gab viele, die uns Obdach gaben, für uns kämpften und sogar für uns starben. Manche kamen, um unter uns zu leben, um ihre Seele zur Ruhe zu bringen. Ich selbst habe einmal einen Menschen umworben. Ich kam ein, zweimal zu Besuch, doch danach sah ich ihn nie mehr wieder. Ich frage mich dann und wann immer noch, ob er einem unfreundlichen Nachbarn in die Hände gefallen ist oder ob er mich einfach nicht mehr sehen wollte. Doch das ist jetzt nicht mehr von Bedeutung. Ich entschuldige mich dafür, dass ich über alte Flammen geplaudert habe. Sicherlich
interessieren Sie solche Dinge nicht, gelehrter Kollege. Ganz im Gegenteil. Ich würde gern mehr von diesen Geschichten hören. Ihr Leben und das Ihrer Leute ist für mich von großem Interesse. Das ist es sicher, gelehrter Kollege. Ein starker Luftzug bewegt sich durch das Haus. Für eine halbe Minute spricht keine der beiden Parteien. Die Hasenperson, die dort lebt, ächzt und legt eine Hand auf ihren Kopf, wie im Schmerz. Dr. Japers hält seine Hand gegen die Teekanne. Es scheint, der Tee ist kalt geworden. Ich denke, dass es für mich Zeit ist, zu gehen. Was? Sie gehen? Ich sollte dann auch gehen. Dr. Japers steht vom Tisch auf. Nein, 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 nein. Ich werde alleine gehen, danke. Ja, es ist plötzlich. Und es tut mir entsetzlich leid, dies tun zu müssen. Doch ich muss wirklich gehen. Ich glaube, meine Heimkehr ist längst überfällig. Was ist? Ich möchte nicht. Bitte, gehen Sie nicht. Gehen Sie nicht. Etwas stimmt nicht. Es lässt sich nicht ändern. Stopp! Was haben Sie getan? Ich weiß nicht mehr, was ist mit meinem Namen passiert. Ich kann mich nicht... Dr. Japers verlässt eilig das Haus. Sein ehemaliger Begleiter wimmert und schaut auf seine Hände, als er geht. Er schmeckt wirklich ziemlich sauer. Ende des Protokolls. Nachwort. Dr. Japers kehrte erfolgreich zu Standort 08 zurück, wurde aber kurz darauf als vermisst gemeldet. Untersuchungen zu seinem Verschwinden und seinem derzeitigen Aufenthaltsort waren unschlüssig. Es wurde zunächst angenommen, dass Dr. Japers während seiner letzten Mission einem anomalen Einfluss auf seine Physiologie ausgesetzt war. Gründliche Analysen zeigten jedoch keine genetischen Abnormalitäten im Fell, welches er auf seiner Expeditionsausrüstung hinterlassen hatte. Ende Befragung 40215. Wenn dich dieses Hörbuch verängstigt hat, schockiert, verdattert, aufgestachelt, erfreulich angewidert oder auf sonstige Weise unterhalten, dann like es, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Du hast Lob, Kritik oder einen SCP-Wunsch, dann lass es mich wissen. Unter folgendem Namen findest du mich sowohl auf Instagram als auch meinen anderen Horrorkanal. Dr. Zagota Creepypasta.